Das beschauliche Tiersheim im Landkreis Wunsiedel, das westliche Eingangstor zum Igartal, ein friedlicher Ort. Doch wie berichtet, hat nun ein 20 Jahre alter Mann dort in seiner Wohnung in der Weidenstraße seine Mutter getötet. Die knapp 2000 Seelengemeinde befindet sich im Schockzustand. Keiner kann verstehen, wie es dazu kommen konnte. Nachdem das so rumgegangen ist, Sie wissen, in so einem kleinen Ort spricht sich das wahnsinnig schnell rum, war allgemeines Entsetzen und es war jeder geschockt eigentlich. Es ist fürchterlich, wenn man sowas hört in einem anderen Ort oder in einer größeren Stadt, ja, berührt es einen auch, aber wenn das hier so direkt vor der Haustür passiert, das ist einfach furchtbar. Und jeder fragt sich, was muss einem Menschen vorgehen, sowas zu machen, einen anderen Menschen sein Leben zu nehmen und noch dazu der eigenen Mutter. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und kein anderer Mensch in Tiersheim. Indes gibt es weiterhin keine Einzelheiten zur Tat. Zwar hat sich der Mann selbst gemeldet und widerstandslos festnehmen lassen. Ein Motiv gibt es bislang auch noch nicht. Aber hier in diesem Haus hinter mir in Tiersheim ist es passiert. Hier hat ein 20 Jahre alter Mann seine 54 Jahre alte Mutter in der Wohnung getötet. Und wie mir ein Nachbar gesagt hat, der aber nicht vor die Kamera treten will, scheint wohl das Verhältnis zwischen den beiden nicht besonders gut gewesen zu sein. Die Ermittlungen könnten sich wohl schwierig gestalten und lange dauern. Das ist zumindest die momentane Einschätzung der Behörden. Man steht noch ganz am Anfang. Zum Fortgang der Ermittlungen kann man Folgendes sagen. Durch die Ermittler, Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Hof gilt es nun herauszufinden, was die Motivation des Tatverdächtigen war, beziehungsweise wie sich der Sachverhalt zugetragen hat. Damit die Tiersheimer besser mit der Tat umgehen und das Ganze verarbeiten könnten, da würde eventuell kirchlicher Beistand helfen mit einer Art Trauergottesdienst. Das wird sicher noch zu überlegen sein, haben wir bis jetzt noch nicht drüber gesprochen, weil unser erster Bürgermeister ja im Urlaub ist. Der kommt allerdings am Donnerstag schon wieder und ich denke, jetzt ist es auch noch zu früh, da irgendwas zu machen. Zumal man ja auch noch nichts Näheres weiß, was da überhaupt passiert ist. Aber da muss man sicher sich Gedanken drüber machen, ob das eine Möglichkeit ist, damit umzugehen und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, das zu verarbeiten. Eines ist klar, das Haus in der Tiersheimer Weidenstraße geht in die Geschichte ein. So schnell werden die Menschen die Tat nicht vergessen können.